Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Road 96. Eine neue Aufnahmesession. Liebe Leute, wir fahren fort, wir erinnern uns. Letzte Episode, genau, war dies mit der Zoe, wo sie entführt worden ist von der Brigade. Ich glaube, sie weiß ganz genau, wer die Typen sind. Und ja, und wir setzen unsere Reise fort, genau. Ah, die war's 100 pro, ne? Und wir haben da jetzt herausgefunden, dass der John der Chef von der Brigade ist. Okay, aber das haben wir nur so nebenbei mitgekriegt. Oh shit, wir haben nochmal ein... Ausdauer. Eins Ausdauer. Take your time. Do it right. Okay. Wir sind noch relativ weit entfernt, ne, von der Road 96. Kommen wir auf die andere Straßenseite? Na, okay, das ist viel zu gefährlich. Gut, okay, wir brauchen dringend Erholung. Taxi! Hat der da jetzt eine Leiche oder was raus? Scheiße, wir waren ja da bei Happy Taxi, ne? Wir waren ja die, was da geholfen haben, den Überfall zu machen. Der Mörder! Oh shit, genau. Das war ja klar am Anfang, ne? Wo man da irgendwie bei Happy Taxi ist ja da ein Mörder oder irgendwas, ne? Haben wir da herausgefunden. Ich will doch nur schlafen. Warum bleibt der... Da weiß, dass wir da sind, ne? Kaktus. Warum bleibt der dann da vorne stehen? Ist das was zum Essen? Nein. Das sei keiner. Entschuldigung, sind Sie der Mörder? Wo ist er? Wo ist er? Oh, das ist aber jetzt gemein gemacht. Das ist jetzt aber gemein. Er ist nicht im Auto, ne? Wo ist er? Das ist aber jetzt unheimlich. B, vielleicht für Brigade. Hallo? Erst einmal, es gehört nicht mehr. $20, besser wie nix. Gas, Streichhölzer, würde ich mitnehmen. Ist lieber keine verrotteten Lebensmittel, oder? Was ist jetzt aber? Pfeift er doch so dumm? Jetzt kannst du aufhören zum Pfeifen. Jared. Okay, das ist auf jeden Fall wieder drinnen. Ich habe keine Zeit für sowas. Don't tell me what to do, Brigade. Boah, ich? Brigade, wie bitte? I'm not going to be the talking. Understand?
Ja. Hä? Doch die Brigade, ne? Es ist nicht mein Wagen. Nein. Oh, Essen! Bring mir ein Feuerzeug. Conny. Okay. Okay. Er hätte gerne ein Feuerzeug. Okay, soll ich das vielleicht doch essen? Ah, ich hab Streichhölzer. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ah. Da ist er. Okay, okay, okay. Ja, bitteschön. Aber anzünden kannst du das selber, ne? Die sind da ganz offensichtlich drin gelegen, Kumpel. Bin gespannt, wer da jetzt drin ist. Ah! Arschloch! Oh. Now, I have a surprise for you. You like surprises, right? Grab the can. Okay. Lola, Lola, Lola. Lola. Okay, den Namen merkt man uns. Sonja, 10 years after. Things have changed. Da ist von seiner Tochter. Happy Mother Day. Wir werden zu... Okay. Man, ist mir eigentlich egal, es ist nicht mein Wagen und. Oder? Oder? Das kann ich doch. Achso, okay, ja gut, okay. Ich bin kein Mitglied der Schwarzen Brigaden! Sie müssen mit sich selbst leben. Was sind die jetzt hassen? Sie haben eine Tochter? Themen-Switch. Erzähl mir von ihr. Nee, nee, nee. Ich will es wirklich wissen.
Okay. Kann ich das Taxi nehmen? Nicht? Kann ich nochmal mit dir reden? Okay, tschüss. Aber was bringt sie das denn? Ja toll, jetzt hat er halt einen Van abgefackelt, okay. Okay, mit 20 Dollar. Ich hoffe, wir können mit dem Bus fahren. Sag ich auch arg, wenn wir jetzt das Geld nicht genommen hätten oder so. Ich hätte jetzt auch keine Energie, dass ich zu Fuß gehe, glaube ich. Oder hinten brennt auch was. Schaut euch mal das an. Und auch kein Geld mit dem Bus. 7 Dollar? Ich schaue jetzt mal, wie viel wird das. Nein, ich muss sowieso mit dem Bus fahren. Ah! Sollen wir es einfach mal probieren? Nee, na, man isst keine verrotteten Gegenstände. Daniel Gett, her name was Connie. Na, wir sind ja für ihr, ne? Oh, ihr könnt da trampen. Mal so ein Bus vor. Das kostet mir genauso viel Energie. Okay, und dann mal trampen. Probieren wir es einfach einmal. Ich hoffe, es ist nicht der Taxifahrer von... Das war ja witzig. Ja gut, weil jetzt sind wir nicht gekommen, oder? The Pursuit of Happiness. You're not the talkative type, are you, young blood? Ah. Mm-hmm. Okay, er ist von der Brigade, ne? What'd you say? Feel free to start a conversation, okay? Darf ich das trinken? Danke! Klar, Entschuldigung. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich schließe das wieder. Würfeln, okay, interesting. Okay. Boah, ich würde gerne mal trazieren. Eure Aktionen sind zu extrem. Okay, wir wissen das. Ach so. Ja, klar. Ne, also ich bin jetzt gerade verwirrt. War das die Person, was wir jetzt gerade spüren, was immer umhergefahren sind? Schon, oder? Mein Auto. Ja, ich sag das, ist ja einfach mal so, ja, was halt gesagt wird, ne? Ich glaub da.
würde da gerne eine Konversation starten. Oh. Na, ah, cool. Papa Bear, got your ears on? Over. Ooh, that's Mama Bear, young wolf. We got a CB type thing going on. I've never actually met her, but I think I'm in love. We got CB nicknames for one another. I'm her papa, she's my mama. I want to ask her out, but I've been out of the game too long. Can you help? Sicher, ein Profi. Ich bin nur ein Jugendlicher. Okay, sie springt drauf an, das ist schon mal gut. Ja. I'm all right. Oh, but my boss is writing me about this illegal transmitter. Ach, das ist doch die Fanny, oder? It's me, kid. Guess the brigade's got a secret radio station? Honestly? I'm starting to think a ghost is moving in. Speaking of transporting, what are you hauling today, Papa? Papa. Just as intriguing. Pineapples. Young bud, it's going well. I'm gonna ask her out. Any advice? Rede mit einer tiefen Stimme. Sei einfach du selbst. Anymore, Papa? No, no. What I mean is, we should meet in person. Look, we got a nice CB thing going on, but I got to meet you, Mama. Oh, I don't know. Oh, nein! What we have is nice. But maybe it is time we met. Also doch jetzt. Ich halte mir die Ohren zu. You're not messing with me, are you? No. Name the time and place. Oh. I'll be there. Okay, auf das ist keine Falle. Okay. Das sagen wir heute einmal. Ananas, das sind wirklich Ananas. Okay, okay, Moment. Okay. Da ist die Nagel. Schaut mal, was wir da nur anschauen können. Nix. Ja, ja, ich hab's, ich hab's. Hua! Take him down, young blood. What sting? You'll live. Papa Bear, you think of a time and place? Young blood, think Mama Bear likes seafood? Könnte wirklich allergisch sein. Papa Bear? I'm here, darling. You like gumbo? Damn, they're back. Show them no mercy.
road are you on, Papa Bear? We got a call. There's a shootout on Route 220. Oh, really? Get him off, Buckeaster, young blood! Komm schon! Ich hab's gleich! Was? Was? Hab ich's verkackt? Ah! Wow! Nicht mit uns! Das ist unser Ananas! Habe ich ja gesagt. Papa Bear, I gotta run. Looking forward to our date. Hä, haben wir jetzt schon Datum ausgemacht? Du hast den Sender. Sure is, young blood. I'll probably work alone. Gute Idee. Solltest du keine Anhalter mitnehmen? Haha! Viel Glück mit Mama Bär. Das war jetzt cool. Das hat mir gefallen. Wow, okay, jetzt haben wir aber echt weit gekommen. Aha, schaut sich jetzt ein Stück die gleiche Strecke. Oh, und wir kämen auf den Pfad, wo wir auf die Fanny treffen. Interessant. Okay. Ja, schräg, jetzt habe ich keine Energie mehr, gell? Ciao! Ah, nicht ohnmächtig werden, da gibt's Burger! Oh nein, ist jetzt Game Over? What do we have here? Oh! Looks like one of the kids on the posters. Let's take him in. Oh, wir haben aber sehr viel Pech, gell? You've been arrested. No one said it would be easy to reach the border. Nein! Nein! But for one journey that ends, others are only beginning. Nein! Dabei hat mir das so gut gefallen mit ihm. Der Story-Dings, der war mich so spannend irgendwie. Nein! Das ist jetzt ärgerlich. Was ist, wenn man das nur mal spielt? Geht das? Ich komme da halt auch nicht. Ich komme gar nicht zurück. Oder so. Ah, nein! Oh, ich würde das ehrlich gesagt gerne nur mal spielen. Wie spät ist? Okay. In a news exclusive, I've learned the brigades have recently attacked two officers transferring a prisoner. The brigades overwhelmed the officers during a refueling stop and released the prisoners. Here tonight is Officer Green,
who fortunately survived this brutal attack. Officer Green, can you tell us what happened? Well, me and Officer Thompson were refueling on our way to a more secure facility when we were suddenly attacked by at least 10 brigades. Stimmt doch überhaupt nicht. They're just violent criminals. Is there anything we can do to help? Yeah. If anyone knows anything about the people who did this or have seen these fugitives, call the Sonya hotline or your local authorities at once. Thank you, Officer Green. Now let's take a moment to look at the latest candidate polls. Looks like Tyrak is still the preferred candidate. In a nutshell, voting for Flores equals voting for violence. Don't vote for violence. Vote for Tyrak. As you know, the Sonya Show is very concerned about our youth, who continue to mysteriously disappear. Let's view today's missing teen report. Remember, if you have any information, please call the Sonya hotline. MC. Oh, schau mal, die hat voll viel Energie. Ach, das ist aber interessant. Hat die auch 6? Aber ich finde das halt immer am interessantesten, die zu nehmen, die am weitesten weg sind von der Grenze irgendwie. Aber ich weiß auch nicht, ob man alle durchspült. Also wisst ihr, ob man sowieso alle spült? Hm. Ah, die ist halt richtig ärgerlich da, dass wir da jetzt verhaftet worden sind. Schade, sehr schade. Aha, schau jetzt mal Sweet Dreams bei der Tankstelle da. Okay. Oh, okay. Kann da A reingehen? Okay, also im Notfall müssen wir einfach auch verrottetes Essen essen. Haben wir gelernt. Also wenn man, ich glaube, es ist ja irgendwo mal gestanden, wenn man 0 auf Ding hat, auf Ausdauer, dass man dann verhaftet wird. Ich glaube, irgendwo ist das eh gestanden einmal, aber ich habe einfach nicht dran gedacht. Schade. Aber es schaut ein bisschen anders aus da, ne? Jetzt auch da hinten. Oder? Da sind doch auch die Reifen anders gestanden und das Häuschen, das war auch ganz woanders. Zeichnung einer Antenne. Okay. Das ist schon praktisch, das Schloss. Genau. Oh. Okay, wir haben einen Autoschlüssel. Sehr geil. Ja, die Antenne, das wird doch dieser Funkturm da sein, oder? Jetzt haben wir gerade gedacht, wie das Zeichen ist, ja das Glückssymbol da. Finde ich cool, dass wir das jetzt auch da kennen. Es wird halt im Grunde ja immer leichter, ne? So für die anderen Spieler. Gott, wir haben jetzt da gar nichts gefunden. Wenn man halt immer mehr Sachen freischaltet da.
sag ich, es wird leichter und bin verhaftet worden. Okay, schaut mal zu diesem Funkturm. Gleich, Kumpel. Na gut, okay. Ah, schaut, da kann ich, glaube ich, auch durchsuchen. Nice. Ich probiere es jetzt einfach einmal. Sag mal, was passiert. Ja, aber ich möchte mich nur umschauen, wenn ich darf. Wir probieren es einfach zu Hause anrufen. Boah, das ist schon unheimlich, hä? Okay. Schauen wir, vielleicht kaufen wir uns später noch was. Spielen. Ja, für das wird jetzt mein Geld, glaube ich, nicht her, oder? Ach, mein Gott. Ich hätte so gern die Karten. Tyrek, Glücksstern. Okay, da kann man sie lose. Na, der war nicht, oder? Ich würde mir jetzt kein Los kaufen. Okay, Leute, bevor wir jetzt da die Schicht beginnen, machen wir eine Folgenpause. Wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Episode. Bis dahin, ciao.